Gut, damit 3, 2, 1. Hallo Leute, hier ist wieder euer Gotthold. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Wir waren hier jetzt noch gerade auf dem Piratenschiff unterwegs. Ich werde gerade mal die Buchstaben wieder entfernen. Und zack. Gut, und natürlich wie jedes Mal, also erst einmal, gehen wir zurück zur Weltkarte. Wir werden das Königreich von Parthenesien. Aber zuerst hallo random.org. Und wir rollen. Und das ist ein L. Das hatten wir sehr, sehr oft schon, L. Okay. Gut, nehmen wir halt wieder ein L. Ja, auch recht. Und ein B, nein. Ein X, nein. Ein A. Okay. Ah, habt ihr das jetzt gerade gesehen? Keine Ahnung. Also ich habe hier jetzt ein A ausgewürfelt. Hallo, was? Und Wiedersehen, Alas. Geh weg. Geh weg. Danke. Gut. Ja. Ich habe gerade ein A. Ich weiß nicht gerade, ich habe eben nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Blöde Allergie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr es gerade gesehen habt. Ich bin gerade nämlich, kann sein, dass ich gerade ein bisschen confused war und. Egal. Glaubt es mir einfach. Ein A ist sowieso schlimm genug. Und selbst wenn ich euch anlege, ich habe nicht wirklich was davon, weil ich keine A. Ach du Gott. Hey, da ist wieder Neptun, den hatten wir schon mal. Gott, nur Unterwasser. Gut, dass ich den Fisch dabei habe. Hallo! Ich habe einen Hai. Die Bundeslade muss hier irgendwo sein. Bring sie mir. Was willst du mit dem Ding? Bist du die Bundeslade? Ja, bist du sogar. Selbst schuld, Vollidiot. So. Hebe den Fluch auf, indem du die Steine zu ihren Säulen zurückbringst. Wieder eine Sammelquest. Basileosaurus. Scheiße! Verdammt! Mir ist gerade etwas klar geworden. Und zwar, das Vieh, auf dem ich sitze, habe ich zu einem freundlichen gemacht. Und zwar durch Eintippen meines Wortes. Die letzte Beschränkung war L und I. Ich habe wieder die Regel gebrochen. Die Challenge ist schwer. Gut. Moment. Hallo random.org. Und wir bekommen als Restriktion, das haben wir schon. Sag mal, warum würfelt er die ganze Zeit Els? Zumindest habe ich es gemerkt. Ah, das ist das Problem, wenn man spielt und nicht aufpasst. Ah! Okay. Gut.
Unbewegliche, versteinerte Jungfrau. Okay, aber jetzt muss ich erstmal den da fertig machen. Ah, L-A-O-D, Scheiß. Ich hab keine Armbrust, aber gut. Damit war's mein Hai. Achso, ich habe keine Pfeile wahrscheinlich. So. Das hier ist so einer von diesen Steinen. Sieht so dämlich aus, wenn der schwimmt. So. Den nehme ich mal mit. Hallo Cthulhu! Hey! Ja, wecke Cthulhu auf! Okay! Das kriege ich hin! Eigentlich hätte ich ein älteres Zeichen oder sowas beschwören sollen. Was hast du getan? Ja, ich habe Cthulhu aufgeweckt. Sehr gut. Das war, glaube ich, nicht so klug. Weck mal Cthulhu auf. Beste Idee ever. Wo ist eigentlich hin? Keine Ahnung. Cthulhu ist weg. Ja. Gib mir etwas, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Entschuldigung! Ich wollte dich nicht anschießen. Ein gutes Leben. Gib mir etwas zum Regieren des Meeres. Ich regiere mit Waffengewalt. Was sei das neues Werkzeug? Poseidons Karabiner. Was bekommst du denn? Du bekommst Schmuck. Ey, Schmuck kennst du nicht? Keine Ahnung. Muss ich noch zwei Stück finden. Ist irgendwie als versteinert. Hier ist ein Alien noch. Da drüben ist noch irgendwer. Das ist keine Box. Das ist ein Stein. Hilfe, ich stecke unter diesem Felsen fest.
Ihr seht es nicht. Da ist ein D. Ich habe gerade ein D beschworen. Gut, dass ich die Seite offen lasse. Q, okay. Mit der Q kann ich leben. Könnte ich mir jetzt selbst in den Arsch beißen? Dachte ich mir, oh, muss nichts Schweres. Ich hätte es einfach mit der Spitzhacke oder sowas kaputt hauen sollen. So. Was bist du? Ich kann nicht schwimmen. Hilf mir an die Oberfläche. Zeppelin darf ich nicht. Ich achte jetzt peinlichst drauf, was ich. Ja. Hammer. Kann ich das Ding denn reparieren vielleicht? Ja, mein Hammer! Bleib da. Kannst du das reparieren? Wie keine Adjektive verwenden durch das scheiß D. Hier durch das da. Das! Wie kriege ich dich nach oben? Eine Boje. Natürlich. Kriegst eine Rettungsboje. Da. Meine Boje. Meine Boje ist weg. Verdammt, ich brauche irgendwas zu verbinden. Was nehmen wir denn da? Pinguin. Hör auf, den essen zu wollen. Du bist ein Pinguin. Nein. Nope. Nope. Also mit der Boje funktioniert es wahrscheinlich. No. Oh.
Eine Herkette. Oh, Pinguin. Bitte. Achso, der will den Fisch, der will nicht den Alien essen. Das wäre auch ein bisschen scheiße. No, 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 no. No, Pinguin, no. So. Danke. Rettungsmission accomplished. Wiedersehen. Ich sollte einfach diese Scheiß-Adjektive weglassen. Ihr seht's nicht, ne? Moment. Ich werde das mal ein bisschen hochsetzen. Mal auf entsprechendes Wort deuten. Ich bin so ein Vollidiot. Ein so richtiger Vollidiot. Ich habe jetzt 5 in Zahlen 5 Restriktionen und davon habe ich mir einfach 3 hier in einem Level geholt. Beziehungsweise nein, das eine habe ich 2 in einem Level. Okay, ja, meinetwegen. So langsam wird's. Ach, da ist der letzte Diamant. Okay. Hör auf mit diesen scheiß Adjektiven, die bringen nur Ärger. Die machen nur Ärger. Nur. Damit kann ich gar nichts mehr beschwören. So, Gut. Gut. Bist du denn? Gib mir einen Dingsbums von der Welt über dem Meer. Oh. Ariel! Ja, Szene, so. Darf ich nicht, auch wenn es ein Dingsbums wäre, wer das kennt. Was kriegst du denn? Eigentlich wäre sogar lange im Übrigen falsch, sogar doppelt falsch gewesen, weil ich LA hab. Ich war noch bei diesen. Keine Ahnung. Aber gut, es ist nur ein Wort gewesen, insofern werde ich jetzt mal nur eine Beschränkung machen. Es war doppelt falsch, aber mehr als falsch kann kein Wort sein. Was kriegt denn die gute Ariel?
ganz schnell Kaffee. Ja, LKW. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Winzig geht. W-I-N-Z-I-G. Näher, um mich zu starten. Tiki-Maske. Da liegt eine Ananas. Den da weiß ich noch nicht, was ich mit dem machen soll. Wahrscheinlich werde ich ihn ja verlassen. Hilf den Ziegen am Troll vorbeizukommen. Okay! Was auch immer das... Der Meerestroll hat Appetit auf etwas aus der Ferne. Gib ihm etwas, das wie jede Ziege schmeckt. Wer ist mit der Ziege? Oh. Es schmeckt wie eine Ziege. Ach so, ich verstehe. Wie das hier. Das hier ist eine kleine, bärenartige, aquaristische Ziege. Okay. Bärenartige, okay. Eine Beere. Auf so viele Arten falsch. Die Beere hat die erste Ziege gerettet. Nun frisst sie saftiges grünes Gras. Die zweite Ziege nähert sich. Die gibt dem Meeresgrund eine aquaristische, unerschrockene, salzige Ziege. Salzige. Na toll, Salzstange, ne? Sardelle kann ich auch nicht. Was Salziges. Was ist denn was Salziges? Was ich beschwören könnte, wohlgemerkt. Ich kann ja das Wort salzig nicht verwenden. Es gibt nicht viel Salziges. Ein Meer. Ein Meer ist salzig. Toll! Ernsthaft, der Krebs hat gewonnen. Mehr hat nicht funktioniert. Erschrockener, salziger Schneeziege. Was sagt denn der Tipp? Es ist nicht meine Schuld, dass ich nach Salz schmecke. Hä?
Den wird. Den, also den verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Friss sie doch einfach. Ja, in Salz. Ja, das Wort kann ich sowas von nicht beschwören. S-A-L. Und. Da. Wir beschwören Salzstückchen. Gut. Bevor ich irgendwas falsch beschwöre. Gehen wir raus. Wir haben hier noch andere Missionen. Hallo Alien. Sieht aus, als hätte er sich erhängt. Wahrscheinlich hat er es. Finde raus, was den Ozean ausgerottet hat. Man kann Ozean ausrotten? Und dann weiß ich mal, wie die aussehen. Hey, ist kein Wasser mehr da. Oh Gott, das ist wieder eine von den Missionen. Die Stadt wurde von der Liga verrückter Wissenschaftler trockengelegt. Lenke den Wissenschaftler mit einem Fabelwesen ab. Ein Fabelwesen. Ein Phönix, der tut's immer. Die Atomwissenschaftlerin will kein Uran mehr untersuchen. Zeig ihr ein neues Element zu erforschen. Oder Reiter auf dem Phönix. Ja, ist ein Phönix wieder. Neues Element. Ist jetzt wirklich ein Element gemeint oder? Luft. Lift, Lauf, Lot. Luffa. Was ist Luffa? Keine Ahnung. Ist aber ein A drin. Erde kann ich nicht. Stein kann ich. Ich hab gerade Liegestütz gemacht wegen dem Stein. Der Roboter-Ingenieur findet kein sauberes Einstreu für seinen Roboterhamster. Gib dem Hamsterkäfig neues Einstreu. Okay. Stroh. Die Maske kann ich leider nicht beschwören dazu. Warum braucht eigentlich ein Roboterhamster Einstreu? Der Starlight kann genommen werden. Das scheint schon fast zu einfach zu sein. Moment. Sprossen kann ich beschwören. Stufen kann ich auch beschwören.
Bring kein Unglück, um Starlight zu beschwören. Ich weiß. Ich denke, dass das hier hochgeht. Und ich denke, dass du mir klauen wirst. Moment. Felsen darf ich nicht beschwören. Da ist ein L drin. Das heißt, er kommt weg. Ich hab's doch gemerkt! Das gilt nicht. Das, ich habe ihn zwar eingetippt und ich habe ihn nirgends hingelegt. Das gilt. Brocken darf ich nicht mehr wegen dem C. Hebe mich auf, ich weiß! Ich weiß nur, dass es nicht gehen wird, wegen dir! Du wirst ihn mir klauen, garantiert! Aber ich will cheaten, okay? Eigentlich könnte ich auch einfach umlegen. Kamera ist kaputt. Ich hätte jetzt keinen Baum. Ich hoffe, dass er was droppt. Ich hätte gerne etwas, woran ich hochklettern könnte. Leiter darf ich nicht. Stufen können ich nicht. Sprossen kennt er schon mal nicht. Baum darf ich nicht beschwören. Busch hat ein C drin. Pflanze geht auch nicht. Ja, ich bin gerade Diane. irgendwas, woran er hochklettern könnte. Raus komme ich hier nicht. Ich kann keine Biologen oder Wissenschaft. Moment, guck mal. Dozent. Kann ich nicht.
versuche mich gerade zu glitschen, okay? Was aber nicht funktioniert. Etwas, woran ich klettern kann. Ein Seil darf ich auch nicht. Baum. Leiter. Lass mich doch verarschen. Ich will hier raus! Bitte! Idee. Got an idea. Du kriegst einen Phönix. Du deinen Felsen. Oder ein Stroh. So. Ich komm trotzdem nicht durch. Du Drecksack! Ich kann's auch nicht fällen, Alter. Die denken mit, die Leute. Ich brauche einen Baum. Mit dem Baum wäre das einfach wie noch was. Ich bin zumindest mal aus diesem Raum raus. Ja, einen Kittel kann ich nicht beschwören. Stethoskop. Darf ich beschwören? Mundschutz nicht. Augenschutz.
Keine Ahnung, ob die gelten. Die Kopfhörer. Die darf ich aber beschwören. Nein. Das sieht so dämlich aus. Ja, ich weiß. Das hat gegolten, weil ich jetzt zweimal das Stethoskop. Wenn ich die Tore werfe, was? Zerstöre das Abflussrohr. Ich darf zum Glück noch ein Gewehr beschwören. Das empfiehlt. Hör auf, hier alles zu fressen. Hör auf, böser Pinguin! Du hast deine Kette im Gesicht. Timmiert die Explosion ein. Oh, Kacke. Dämmt die Explosion ein. Moment, er hat den Kurzschluss bekommen. Durchs Wasser hat er einen Kurzschluss bekommen. Irgendwie hat es funktioniert. Okay. Damit kann ich leben. Heilige Scheiße, was eine Mission. Fünf Buchstaben, okay. Gut, damit würde ich sagen, mein Name ist Gorthog, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte ihn auf jeden Fall und wir sehen uns dann zur nächsten Wortkack-Challenge wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Fucking...